Die letzte Kiste. Und ich hoffe, mit 125 können wir diese Rune besorgen. Sehr gut. Und jetzt müssen wir wieder hier Schlingdontal in diese Höhle rein. Mal sehen. So, hier im Haus drin soll das sein, der Lümmel. Irgendjemand ist eingesperrt. Und wie gesagt, vorhin war ich schon mal hier. Und ich hatte das Schloss gleich nicht 125. Ja, das ist ganz wichtig, dass ihr es habt. Genau, hier ist er drinnen. Der wurde gerade befreit. Ich bin mir nicht sicher, ob ich mit dem... Der wurde befreit jetzt. Kann ich die Quest trotzdem machen, ist die Frage. Ich habe jetzt aber nicht mit dem geredet. Aber wir sollen wohl hier die Mobs... Ich habe ein Vanished jetzt nicht, ne? Pickpocketen. Die hinteren. Ja, die sind, glaube ich, sogar rotes Level. Für mich gerade. Und da bekomme ich wohl einen Schlüssel. Also es kann sein, dass ich hier ein paar Mal deathwalken muss. Mit den Dingern. Na, gucken wir mal. Das sieht nicht gut aus. Wir müssen halt weiter drinnen sterben, damit wir... Wir müssen so oder so die Dicken da drin töten. Und irgendwo ist hier noch eine Kiste anscheinend. Oh, warte, vielleicht können wir sie jetzt nochmal resetten. Moment. Stealth, 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 Stealth. Ist das die Kiste? Das ist die Kiste, die wir brauchen, glaube ich. Lass mich in Ruhe. Bitte resette. Dreh dich um. Er geht irgendwie auf den Hunter drauf. Dann lässt sich jetzt ihre Leiche. Irgendwie sind die Mobs zum Hunter gelaufen. Aus irgendwelchen Gründen. Und für diese Kiste hier brauchen wir wohl die Dings. Hallo? Oh, kann. Sehr gut. Okay, wir versuchen mal den hier zu dingsen. Leute, ich hab... No joke, ich glaube, ich bin zu low level. Die Mobs sehen mich alle hier. Also jeder Mob sieht mich. Nicht gut. Das kaputt machen. Meint ihr, wir kriegen den Down, ja. Guter Crit, der war sehr wichtig. Er darf nicht noch einen pullen. Please, please, please. So. Ich gehe jetzt mal direkt zur Kiste hin. Loote das Ding. Schloss knacken. Irgendeine Uniform habe ich bekommen. Seelengebunden einzigartig. Merkwürdig. Okay, dann müssen wir jetzt versuchen, den hier zu pickpocken. Hoffentlich. Okay, was haben wir bekommen? Ein Schlüssel. Okay, warte, ich habe einen Schlüssel bekommen und eine Brustplatte. Ich glaube, es war alles, was ich brauche. Damit rennen wir mal raus, wieder zu dem Typen. Lassen Sie mich in Ruhe. Und ich glaube, dann müssen wir ihn befreien damit. Irgendwie sowas. Na, es hat auf jeden Fall gut geklappt und wir sind nicht gestorben. Obwohl wir Low-Level sind. Dschungelarznei. Not bad. Einmal vorbei. Schnell raus. Und ich hoffe, der Dödel ist da noch eingesperrt, ne? So wie ich den kenne, wird er nicht da sein. Okay, da ist er. Der hat zwei Stealth-Mobs hier neben. Ich habe einen Schlüssel. Umkleidung. Ah, okay, er verkleidet sich jetzt mit der Kleidung. Ja, und jetzt kann er wegrennen, weil wir ihn verkleidet haben. So, und jetzt? Was machen wir jetzt, die Frage? Ich glaube, jetzt rennen wir einfach weg. Und dann müssen wir wohl nach Booty Bay gehen danach. Würde ich sagen. Runter nach Booty Bay und hoffen, dass die irgendwie da ist, diese Rune. So, irgendwo hier soll der rumstehen bei den Fischern. Anscheinend. Gehen wir hier runter. Einmal hier vorbei. Ich hoffe, ich habe alles richtig gemacht.
ein Sack. Okay, wir haben einen... Oh, ist das nicht das Trinket aus Wattlecar? Das Caster Trinket. Nice. Und wir haben dieses Ding. Und ich würde sagen, das ist die beste Tank-Rune für Rogue. Warte mal. Nein, nevermind. Das war die PvP-Damage-Rune. Hab nichts gesagt. Das ist die beste PvP-Rune für Burst, würde ich sagen. Und die beste für den Burst. Dann kommt das hier auf die Bank und dann ist gegeben. Ich habe, by the way, keine Ahnung, wofür man das Ding braucht. Ja. No idea. Also ich werde es erstmal auf der Bank lassen.